Gott segne dieses Haus, alle Menschen, die hier arbeiten und die hier gehen, ein und aus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Traditionell besuchen die Sternsinger jedes Jahr zum Dreikönigstag am 6. Januar die Stadtverwaltung und sammeln Spenden für Hilfsprojekte, in diesem Jahr unter dem Motto Gesund werden, gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit. Damit unterstützen die Sternsinger unter anderem ein Brandwundenzentrum in Afrika. Der Segen Kaspar Melchior Balthasar prangt nicht nur am Rathauseingang, sondern auch an der Bürotür von Anne-Kathrin Hoppe. Belohnt mit einer kleinen Erkundung des Arbeitsortes der Bürgermeisterin und Süßigkeiten werden die Sternsinger das Haus auch im nächsten Jahr wieder segnen. Mit einer Hand, auf Wiedersehen, du hältst eine Hand.